In diesem Programmteil beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Bedienungselementen, wo sie sind und was sie bewirken. Die Kenntnis dieser Elemente ist unerlässlich für eine sichere Bedienung und Effizienz der Maschine. Indem wir uns die Bedienungselemente ansehen, erfahren wir, wo sich die Schutzeinrichtungen befinden und wie sie funktionieren. Zum Beispiel, warum läuft die Maschine nicht? Richtig, er hat die Kurbel noch auf Betrieb stehen. So etwas wird so leicht nicht wieder vorkommen, wenn er die Bedienungselemente seiner Maschine erst mal richtig kennt. Beginnen wir mit den Elementen zur Stromversorgung der Maschine. Da ist zuerst der Hauptschalter. Die Kontrolllampe sagt uns, dass der Strom eingeschaltet ist. Als nächstes die stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. Normalerweise beginnt man mit der untersten Stufe, um den Motor nicht übermäßig zu beanspruchen. Ändern Sie die Geschwindigkeit nur bei laufender Maschine, sonst könnten Sie den Keilriemenantrieb überlasten. Nun zu den Bedienungselementen für die Papierzufuhr. Rechts von der Geschwindigkeitsregulierung befindet sich der Hebel für die Stapelhöhenautomatik. Das Symbol ist ein Pfeil. Wenn der Pfeil senkrecht steht, wird die Stapelhöhe während des Abhebens der Bogen beibehalten. Jeder von uns hat schon mal vergessen, dieses Element für den Druck einzuschalten. Und das passiert dann. Also korrigieren wir es. Das Heben und Senken des Stapels geschieht manuell. Die Kurbel ist oben rechts. Wir können den Stapel nicht absenken, ohne die automatische Höhenkontrolle auszuschalten. Gekurbelt werden kann im Langsamgang oder herausgezogen im Schnellgang. Jetzt zur Stapelhöheneinstellung. Sie ist so wichtig für eine gute Bogenförderung, dass dieses Bedienungselement ganz in der Nähe der Saugerstange angebracht ist. Wir zeigen Ihnen zwei Extreme der Stapelhöheneinstellung. Eine höhere Zahl deutet auf eine Einstellung für leichtes Papier hin, wogegen eine niedrige Einstellung für starken Karton erforderlich ist. Der Effekt ist hier am Stapeltisch deutlich zu sehen. Die Stapelhöhe für Papier ist wesentlich niedriger. Lassen Sie die Maschine die passende Stapelhöhe immer selbst finden. Dafür kurbeln Sie erst einmal den Stapel bis zu einem Punkt knapp unterhalb der Lockerungsbläseröffnungen hoch und überlassen das restliche Transportieren des Stapels der Maschine. Direkt über der Geschwindigkeitsregulierung ist die Einstellung für die Höhe der Lockerungsbläser. Ideal ist es, wenn 8 Bogen von der Blasluft angehoben werden. Neben der Höheneinstellung der Lockerungsbläser ist die Regulierung der Blasluft. Das Element ist so gekennzeichnet und regelt die Menge der Blasluft. Der Luftstrom lässt sich auch am Regelventil der Saugpumpe reduzieren, auf der anderen Seite der Maschine. Hier ist die Einstellung für die Kippung der Sauger. Und dies ist das Symbol dafür.
Vergrößerung des Winkels vergrößert die Kippung beim Anheben des Bogens und unterstützt so die Lockerungsluft. Faustregel: Für leichtes Papier mehr Kippung, für stärkeren Karton weniger Kippung. Zum Anheben von stärkerem Karton müssen die Sauger flacher auf der Oberfläche aufliegen. Die Einstellung für die Abstreifer befindet sich hier. Und dies ist das Symbol. Die Abstreifer halten die Bogen zurück, die sich direkt unter dem jeweils angesaugten Bogen befinden. Wir kommen zu den Bedienungselementen für die Auslage. Auf ähnliche Weise wie beim Anleger wird das automatische Absenken des Auslagestapels durch eine Abwärtsbewegung bewirkt. Dann wird der hintere Stapelanschlag auf die Bogenlänge eingestellt, mit diesem Kurbelrad hier. Die Auslagestapelhöhe wird per Hand gekurbelt. Wie beim Anleger gibt es dafür einen langsamen Gang und einen schnellen. Die Bewegung der vorderen Bogengeradstoßer kann durch Drehung dieser Rändelwelle abgestellt werden, während der Zeitpunkt der Bogenfreigabe durch die Greifer mit diesem Hebel eingestellt wird. Zuletzt einen Blick auf die seitlichen Bogengeradstoßer. Nach Einstellung auf die Bogenbreite wird die Flügelmutter hier angezogen. Nun zur Einhebelsteuerung. Dieser Hebel vereinfacht die Bedienung. Seine erste Stellung ist Stopp. Seine zweite Stellung ist Betrieb. Die dritte Stellung ist Feuchten. Die vierte für die Papierzufuhr. Und die fünfte bedeutet Druckanstellung. Es gibt jedoch auch noch andere Möglichkeiten. Sollen die Bogen nur durchlaufen, gibt es dafür einen Kippschalter direkt um die Ecke von der Stapelhubkurbel. Umlegen des Schalters bewirkt reinen Papierlauf ohne Druck. Direkt über dem Kippschalter ist eine quadratische rote Drucktaste. Ihre Betätigung während des Drucks bewirkt, dass die Papierzufuhr gestoppt und der Druck abgestellt wird. Zur Wiederaufnahme können Sie, falls gewünscht, den Hebel auf Druck stellen und so den Vorgang des Druckanlaufs auslösen. Jetzt schauen wir uns einmal die Sicherheitseinrichtungen an. Wie die meisten modernen Druckmaschinen hat die GTO eine große Anzahl an Schutzeinrichtungen. Die Verletzungsgefahr ist daher gering. Aber wir müssen mit diesen Einrichtungen vertraut sein, um gegebenenfalls schnell zu wissen, warum die Maschine nicht anläuft. In der Regel hat ein rotes Bedienungselement eine Sicherheitsfunktion. Schutzgitter können rot oder schwarz sein. Alle diese Elemente sind mit Mikroschaltern abgesichert, die die Maschine zum Stillstand bringen können. Zusätzlich gibt es unter dem Feuchtwerk ein graues Schutzgitter mit einer roten Klemme. Sollten Sie es versehentlich unten lassen und die Maschine anstellen, wird Ihre Maschine sofort geräuschvoll darauf aufmerksam machen, da der Schwinggreifer gegen das Gitter schlägt. Dieser rote Taster hier ist der Notausschalter, die wichtigste Schutzeinrichtung. Der Taster ragt deutlich hervor zwischen den Bedienelementen, damit man ihn im Notfall sofort erreicht und so die Maschine auf der Stelle anhält. So ein Stopp ist vielleicht nicht schön, aber bestimmt die beste Wahl im Notfall. Gerade um die Ecke auf der Antriebsseite befindet sich eine Kurbel. Mit ihr können Sie die Maschine per Hand drehen. Wenn die Kurbel aktiviert ist, kann die Maschine nicht elektrisch bewegt werden. Die Sperrklinke anheben, die Kurbel abstellen, darauf achten, dass die Klinke im Kanal der Welle liegt. Jetzt können Sie die Maschine anlaufen lassen. Sehen wir uns nun den Schutztaster für Tippbetrieb an. Er verhindert jede andere Betriebsart als das Tippen mit diesen Tasten. Er stellt sicher, dass niemand anderes aus Versehen die Maschine anstellen kann, während der Bediener an dieser Stelle arbeitet.
Hier zeigt der Pfeil ganz klar auf Maschinenschutz. Vor dem Einlauf der Platte und des Gummituchs sind rote Fingerschutzspindeln angebracht. Sollten die Stangen beim Waschen des Gummituchs oder durch einen am Gummituch festklebenden Bogen angestoßen werden, halten Mikroschalter hinter dem Seitenteil die Maschine an. Es ist wichtig, Kontrollen zu haben, wo es um das sichere Zuführen des Papiers geht. Und es gibt zwei. Erst einmal das pneumatisch gesteuerte System auf dem Anlagetisch. Wenn dessen Saugöffnungen vom zugeführten Bogen bedeckt sind, wird das Signal gegeben, dass die Druckanstellung erfolgen kann. Sollte ein Schräg- oder Fehlbogen eine Öffnung oder beide unbedeckt lassen, gehen die Druckwerke vom Druck und auch der Anleger wird abgestellt. Mit anderen Worten, wo kein Papier ist, gibt es keine Ansaugung und damit keinen Druck. Klar ist, dass die Ansaugöffnungen immer frei von Verstopfungen durch Schmutz oder Papierstaub gehalten werden müssen. Die zweite Kontrolle dient zum Feststellen von Doppelbogen. Eine sehr wichtige Einrichtung. Wenn Sie sich vorstellen, 8 oder 9 Bogen würden auf einmal zugeführt und bei Druckanstellung ins Druckwerk gelangen. Beginnen Sie nie mit dem Auflagendruck, ohne dieses Kontrollinstrument richtig eingestellt zu haben. Die obere Kugellagerrolle ist so zu justieren, dass der einzelne Auflagebogen sich gerade noch leicht darunter schieben lässt. Sie darf auf keinen Fall rotieren, sonst wird der Bogen durch leichte Bremswirkung fehlangelegt. Beachten Sie, mit welcher Sorgfalt hier das genau richtige Spiel eingestellt wird. Laufen jetzt 2 Bogen gleichzeitig unter der Rolle durch, wird der Spielraum überschritten und die Rolle wird durch den Druck der erhöhten Papierstärke zum Rotieren gebracht. Diesen Druck gibt die Rolle weiter an den direkt unter ihr befindlichen Auslöser. Dort, wo der Stapelwagen an seinem untersten Punkt bei der Abwärtsbewegung anlangt, ist ein Mikroschalter angebracht, der die Maschine abstellt. Sie kann so lange nicht wieder gestartet werden, wie der Stapelwagen gegen den Mikroschalter drückt. Unkenntnis dieser nützlichen Einrichtung hat schon so manches Mal lange und teure Verzögerungen in der Produktion verursacht. Auch den Papierstauschalter sollte man kennen. Ein größerer Papierstau in der Auslage kann die Maschine in diesem Teil stark beschädigen. Nach einem Papierstau kann die Maschine erst wieder gestartet werden, wenn alle losen Bogen entfernt worden sind. Als letztes sehen Sie hier den Druckanschalter in der Nähe des Hauptschalters. Lassen Sie ihn auf ab, wenn Sie nicht gerade eine Platte einspannen. Die Sicherheitseinrichtungen der GTO sind wirklich zahlreich. Umso wichtiger ist es, dass wir mit jeder von ihnen gründlich vertraut sind, wenn wir nicht einen großen Teil der Zeit damit verbringen wollen, auf die Maschine zu starren und uns zu fragen, warum zum Teufel läuft sie nicht. So frustrierend sie gelegentlich sein mögen, diese Einrichtungen dienen dem Schutz des Druckers und seiner Maschine.